Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute die 10. Folge, ja schon die 10. Folge von LS Ellerbach. Und wir waren gerade auf dem Weg nach Hause und haben ordentlich Gewinn gemacht. In der Zeit hat mich das ein Schreiben von der Gemeinde erreicht. Und das heißt, kann mir das Feld jetzt endlich kaufen. Und zwar möchte ich mir hier dieses Feld kaufen. Und zack. So, des Weiteren gibt es jetzt endlich, also hat jetzt endlich eine Ballenverkaufsstelle aufgemacht. Und zwar beim LU unten. Und ja, endlich kann ich meine Ballen verkaufen. Hatte lange genug gedauert. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt Schweine mache oder nicht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich gerne Schweine machen würde. Aber erstmal muss ich mal alles vorbereiten für die Schweine. Und ja. Deswegen kann ich jetzt nächstes Jahr Schweine haben. Nach der Erntezeit. Nee. Ich kann jetzt schon Schweine haben. Theoretisch. Wenn ich endlich zum Händler fahren würde und die Sachen abholen würde mit euch. Aber erstmal will ich den Drescher wegräumen. Ich frage mich, wem das Feld gehört. Wartet. Das gehört. Ja, der macht eh nie was. Auf jeden Fall, das ist die neue Gemeinde hier. Hier zwei Gemeindefahrzeuge, zwei Traktoren. Da drinnen steht ein LKW und die Streufahrzeuge, das sind zwei Polizeiautos. Da vorne kann ich euch hier gleich zeigen. Digga, was ist denn jetzt schon wieder? Das ist das Gemeindegebäude sozusagen, da drinnen in der Garage steht auch ein Gemeindefahrzeug. Und da die zwei
Warte, komm. Da. Geht da. Da. Ich denke, die zwei Feuerwehrfahrzeuge. Schaut echt klein aus. Aber in Wirklichkeit ist er nicht klein. Was sind denn nicht da jetzt schon was der ist? So. Noch heute bin ich auch schon angemacht. Aber eigentlich ist er ja auch für die Hofarbeit oder für die Arbeit mit Pflegebereifung genau. Gar keinen Bock. Digga, warum funktioniert das nicht? Na ganz ehrlich. Dauert das da rein, irgendwie. Ich hoffe jetzt eine Kettensäge, jetzt wird mir jetzt so blöd. Zack. Okay, zack. Weg hier. Fertig. Bestimmt die Ketten sind einfach mal wieder zurück hier im Garage. Kettensäge, ja. Ja, ich bin noch schnell. Ballen weg.
da was vom aktuellen Beinpreis, aber. Warte. Hier. Das habe ich so. So, jetzt 60. Es gibt wahrscheinlich auch Gemeindegebäude an den Feuerwehrfahrzeugen und so. Und an den Polizeiauto. Ich glaube vor allem an dem Pult-Auto. Warum kümmere ich mich dann? So. Da kann ich auch gleich das LU tragen. Im Winter hat das LU eh geschlossen, also von daher. Ja. Man kann auch übrigens, das will ich, weil ich schreibe da noch ein Regelwerk, weil das soll ja ein Community-Projekt werden. Falls sich jemand bewirbt überhaupt auf Instagram bei mir. Werde ich noch ein paar Regeln schreiben. Dazu gehört auch, dass das LU im Winter, also den ganzen Winter lang zu ist. Und dass man auch Anhänger beim LU stehen lassen kann. Das will ich auch noch dazu schreiben. Weil jetzt, wie ich das jetzt gleich machen werde, tue ich die Ballen abladen. Was ist das? Durch die Ballen abladen und dann lasse ich den Ballenwagen einfach dort stehen. Weil das so viel Zeit und Aufwand und alles braucht. Auf jeden Fall, das ist das EDU, das ist der Platz, wo das EDU parken kann, seine Fahrzeuge. Das nach 100 Stein. Und das seht ihr auch, wie ich das auch immer jetzt machen werde. Mit den Ballen. Da kommen wahrscheinlich noch. Weil auf dieser Map gibt es weder verkauft für Ballen noch irgendwie Kalkstation oder so. Da mache ich da, dass nicht dauernd Big Bags kaufen muss, mache ich da überall so in der Ecke dann Kalk und Düngerverkauf. Und, oh, jetzt fahren wir noch schnell zum Händler.
Wie lange nehme ich denn schon? Oh. 15 Minuten, ui. Egal, dann tue ich eine noch im Anschluss dann. Aber meine Freunde, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt schlau. Ciao, ciao.